Wir sitzen vorm Computer, denn ich will gucken, ob der Computer weiß, aus welchem Land ich komme. Passt nicht so ganz, ne? Aus welcher Region ich komme. Wir machen jetzt den Dialekttest. Also switchen wir mal darüber. Wow. Deutscher Raum hört sich gut an. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich habe geklickt, passiert nichts. Ach so, sag das doch. Warum? Welche Wörter verwenden Sie, wenn Sie mit den Bekannten aus Ihrem Heimatort sprechen? Wählen Sie das Naheliegendste. Zum Fußballspielen. Bebbeln. Bolzen. Ja. Fußballspielen. Fußballen. Kicken kennt man auch. Pölen. Schutten. Tutten. Was für ein Scheiß. Was hast du? Ich kann mehrere machen. Bolzen, würde ich sagen. Fußballspielen. Okay. Ey, stopp! Ja, was nehme ich denn dann? Fußball spielen. Kicken, Bolzen, Fußball spielen. Irgendwie für Kicken, glaube ich. Wir sind ja neumodisch. Frühstück am Arbeitsplatz. Zweites Frühstück. Brotzeit. Frühstückspause. Hört sich gut an. Jause. Ist die Jause nicht eher so eine Party? Was, eine Jause? Neuner. Nee, wenn es Knopperszeit, 9:30 in Deutschland. Neuner passt nicht. Ja, Pause. Vespa. Znüni. Znüni. Hast du Znüni schon mal gehört? Ja, Frühstückspause. Paprika, Peperoni. Der Paprika, der Peperoni, die Paprika, die Paprikaschote, die Peperoni. Ja, was nehmen wir jetzt? Paprika oder Peperoni? Die Paprika. Der oder die ist da eher die Frage. Ja, aber es geht ja, Paprika und Peperoni waren ja beides aufgezählt. Ja, aber nimmst du eher der oder eher die? Jetzt hast du dich ja für die Ja, entschieden. die. Okay. Aber es gab ja trotzdem Paprika und Peperoni und ich kann ja nur eins auswählen. Also ist das ja schon wieder Schwachsinn. Okay. Oder nicht? Ja, Pfannkuchen. Pfannkuchen. Crêpe. Crêpe ist kein Pfannkuchen. Omelette ist auch kein Pfannkuchen. Palatschinken. Das ist hier aus dem Restaurant, wie heißt der? Im Dalmatia. Da gibt es auch Palatschinken. Die Omelette. Die Omelette. Die Palatschinke. Nein. Die Plinse. Der Plinz. Das hat man schon mal gehört. Eierkuchen. Eierpfannkuchen. Pangetsch. Pfannkuchen. 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 Wir essen Pfannkuchen. Wir essen Pfannkuchen. Nee, ich glaube, wir essen Pfannkuchen. Wenn wir Pfannkuchen essen. Pfannkuchen. Pfannkuchen. Ich bin dafür. Machst du den Test gleich auch noch und wir gucken, wo du herkommst? Schade. Hefeteigmann. Schon mal wird nicht Hefeteigmann gesagt. Dambedei? Das ist hier wie so ein Zauberspruch. Dambedei! Oh Gott. Grettimann, Gretti Benz, Hefekerl. Hefekerl ist auch gut. Klausenmann, Krampus. Lebkuchenmann. Ja, Lebkuchen ist ja was anderes. Pfefferkuchenmann. Stutenkerl. Ich bin für Stutenkerl. Stutenmann. Unbekannt. Weckmann. Weckmann kennt man auch. Weckenmännchen. Nein, Stutenkerl. Fleischbällchen. Bratklößchen. Bratfleischklops. Fleischgehacktes Kloß. Das passt nicht zusammen. Gehacktes Kloß. Fleischgehacktes Klößchen. Ach so, wir nehmen. Ah, okay. Klößchen, Klops, Kloß, Klößchen. Beefsteak. Alter. Länder. Das ist doch. Bulette. Bulette ist für mich das, was auf dem Burger drauf kommt. Und kein Fleischbällchen, weil ein Bällchen ist ja auch rund. Schüttel nicht mit dem Kopf, das ist Nee, so. nur Bulette kommt nicht aus Brötchen. Eine Bulette ist in der Hand. Bulette kommt aus Nee, aus Burgerbrötchen. Burger kommt Patty. Ja, aber Patty auf Deutsch ist Bulette. Nee. Ruhe daneben. Faschiertes Leibchen. Fleischkrapfel. Fleischküchle. Auch netten Kuchen. Fleisch, Leibel, Fleischpflanze, Alter, Frikadelle,
Fleischbällchen und Frikadellen. Das sind aber andere Sachen. Hacklorbel, Hackplätzli, das ist ja süß. Hacktätschli, sonstiges. Boah, schwer, das ist so viel Auswahl. Fleischbällchen. Klops, passt zu Königsberger Klöpsen. Das sind auch Fleischbällchen. Klos? Klöße sind, was ist das? Kartoffel. Weißt du, was ich meine? Das sind Klöße. Ja. Ja. Oder Klößen von den drei Detektiven oder was? Nein. Oh. Hier ist das Klößchen, dann da ist er. Was nehmen wir denn jetzt? Fleischbällchen. Warum gibt es kein Fleischbällchen? Ich möchte das Fleischbällchen nennen. Dann nennst du Klößchen. Ich glaube nämlich eher bei Klops. Ich nehme das Klöpschen. Klöpschen. Ungezwungen unterhalten. Babbeln. Hört sich fast an wie Daddeln. Klönen. Plaudern ist gut. Quatschen ist genauso gut. Ratschen. Schnacken kennt man auch. Schwatzen. Schwätzen, sonstiges Tratschen. Boah, da kann ich ja fast alles anklicken. Ungezwungen unterhalten. Plaudern. Quatschen ist auch gut. Puh. Plaudern oder quatschen? Quatschen. Hausschuhe. Bambuschen. Aus welchen Land kommen denn Bambuschen? Finken. Hausschuhe. Latschen. Pantoffeln. Pantoffeln sind gut. Patschen. Puschen. Puschen kennt man auch. Schlapfen oder Schlappen. Schlappen sind auch gut. Schluffen. Schluppen. Nee, ich glaube, wir haben immer Pantoffeln gesagt. 15 Minuten nach 10. Viertel ab 10. Viertel 11. Viertel nach 10. Viertel über 10. Nach 10. Neujahrsglückwünsche. Glückwunsch. Auf Jahreszahl. Auf 2025. Frohes Neues. Frohes neues Jahr. Gesundes Neues. Gesundes neues Jahr. Glück im neuen Jahr. Gutes Neues. Gutes neues Jahr. Prosit Neujahr. Prost Neujahr. Der kommt auf an, wem ich das sage. Frohes neues Jahr. Gesundes neues Jahr. Gesundes neues Jahr ist eher sozusagen die Alten immer, finde ich. Wie oft sagst du gesundes neues Jahr? Gar nicht. Siehst du? Ich sag nur eins davon. Frohes neues. Genau. Nehmen wir. Steinschleuder. Fletsche. Flitsche. Katapult. Katapult ist ein bisschen was Größeres, würde ich sagen. Katsche. Katschi. Katzi. Ja, eine Katze. Okay, nicht lustig. Schlappenschleuder. Schleuder. Steinschleuder. Zwissel. Zwille. Zwistel. Zwuschel. Also ja, Steinschleuder, aber das ist ja langweilig. Wir wollen ja ein neues Wort dafür. Flitsche und Zwille, würde ich sagen, kenne ich. Das hört sich eher an wie ein Tier. Ich glaube, ich bin für Zwille. Sessel. V-Teul. Sessel, Stuhl. Das hat ein bisschen was von der Toilette. Sessel und Stuhl. Ja, Sessel. Ein Stuhl ist das nicht. Test in der Schule. Abfrage. Arbeit, Klassenarbeit, Klausur, Leistungskontrolle. Probe, Prüfung, Schularbeit, Schulaufgabe, Test. Alles so ungefähr. Eine Abfrage nicht. Ja, Test in der Schule, Arbeit. Tja, ist das jetzt Test oder Klausur oder eine Leistungskontrolle, die man halt in der 9. oder wann auch immer schreibt? Klassenarbeit, Klausur. Ich bin für Klausur oder Klassenarbeit. Klausur. Schluck auf. Oh, sind das viele Wörter. Gluckser. Das ist aber süß. Glucksi ist noch süßer. Sag ich demnächst zu dir, ob du Glucksi hast. Glutzka. Hecker. Alter. Hetscher. Hick. Ja, Hick ist auch gut.
Hickepick, Hicker, Hickes, Hicki, Hicki ist gut, Hicks, Hicks ist gut, ja, Hicks ist Hickser, Higgis, Hitzki, Höscher, Schlicks, Schlickser, Schluckauf, Schlucken, Schluckitzer, Schluckser, Schnackel, Schnackeal, Schnackler, Schnagil. Alter. Es gibt echt Leute, die sagen das dazu. Schluckauf. Also ich würde sagen, früher hat man, glaube ich, hat Mama gesagt, du hast einen Hicks oder sowas. Hickser. Und was war denn noch? Schlicks, Schlicksel, Schluckauf, Schlucken. Puh. Hüschka. Ich würde Hicks sagen, glaube ich. Was willst du davon nehmen bei dem vielen? Der Hicks oder Schluckauf? Hickser. Ja, guck mal, sind wir uns ja schon mal ähnlich. Kleiner Nagel. Heftzwecke. Also meint ihr auch das, was da auf dem Bild jetzt drauf ist? Weil das ist ja eine Heftzwecke. Aber ein Nagel ist das ja nicht. Heftzwecke nennen. Doch, wie heißt das denn dann, diese Pins da? Was steht denn da noch? Puneise, Reißbrettstift, Reißnagel. Stimmt, eine Reißzwecke. Mensch, eine Wanze. Da fällt mir auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Reißzwecke. Geldbörse. Geldbörse, Brieftasche, Geldbeutel, Geldsack, Geldtasche, Portemonnaie. Portemonnaie. Oder für die Leute, die es nicht schreiben können, was anderes. Langweilig. Fade, langweilig. Langweilig. Kartoffelbrei. Mit deinem Pferd Kartoffelbrei. Erdäpfelbrei, Erdäpfelpüree, Erdäpfelstock. Warum Stock? Das macht überhaupt keinen Sinn. Kartoffelbrei, Kartoffelmus, oh, Schokomus, Kartoffelpüree, Kartoffelstampf, Kartoffelstock, Mauke, Püree, Stampes, Stampf, Stampfkartoffeln, Stocki. Hauptsache bei allem ist irgendwas mit einem I hinten dran bei. Also da gibt es viele. Und das, was ich immer sage, ist nicht dabei. Bei mir ist es Pü. Mit Pü. Das heißt, Püree wird ja schon mal nah dran kommen. Stampfkartoffeln habe ich früher auch gesagt, das weiß ich. Aber ich nehme Püree, weil ich sage ja immer Pü. Haben. Wir noch eine Milch im Haus. Achso, haben wir noch eine Milch im Haus. Haben, haben. Hi. Hi, wir noch Milch im Haus. Ham? Haben wir noch Milch im Haus? Ja. Han? Han, wir noch Milch im Haus? Hand, wir noch Milch im Haus? Hep, wir noch Milch im Haus? Hi, wir noch Milch im Haus? Hi, hi. Hein, Heiwa, Heima. Hemmen wir noch? Himmen wir noch? Hommen wir noch? Honnen wir noch? Hummen wir noch? Einfach so alle Buchstaben durch. Haben, haben. Haben wir noch Milch? Haben wir noch Milch? Wenn man es schnell sagt, könnte ich mir auch haben wir noch vorstellen. So, beim Einkaufen haben wir noch Milch zu Hause? Haben wir noch Milch zu Hause? Haben wir noch? Ich glaube, ich würde eher das nehmen. Ja, nimmst du das? Was ist das denn? 15? 15? 15? 15? Was ist denn hier? 5C? Ach so, 5C. 15, 15. 15. Behältnis für Schreibutensilien. Schuletui, Federkästchen, Federmappe, Federmäppchen, Federpenal, Federschachtel, Federschachtel, Federtasche, Mäppchen. Also bei uns war das ein Etui. Ach da, tatsächlich. Stimmt. Oh Mann, ey. Schon vergessen. Und sonst, aber das hat man halt, also nicht wirklich gesagt, Federmäppchen oder Federtasche. Nee, Etui. Das weiß ich auch nicht. Ach du Scheiße. Das, dat, des, dies, des, det, dies, dos, dös.
Ja, also das kann ich schon noch verstehen, aber da sprechen wir schon eher das. Oh, Ende des Brotes und so viele. Das Schlimme ist, ich hätte es nicht gewusst, hätte Lars nicht vor irgendwelchen wie vielen Wochen auch immer irgendwann so eine Diskussion angefangen. Jetzt bin ich gespannt. Anhau. Anschnitt. Das wäre ja nicht das Ende, das wäre ja der Anfang. Chapli. Das Ende. Das Ende ist gut. Der Knorzen. Das Kübbele. Das Chappi. Howdy. Kante. Kanten. Kirschtasche. Kirsch. Ja, ich hab's ja gerade nochmal versucht. Kirschtisch. Kirsche. Kirsche. Finde ich doof. Kipf. Kipfel. Kirschte. Knäppchen. Knäuschen. Knäuse. Knerze. Knerzje. Knerzta. Knetzler. Alter. Knieschen, guck mal, die fangen alle mit K an. Also die meisten. Krass. Knietchen, Knippchen, Knörzchen, Knorze, Knus, Knüstchen, Köppler, Korst, Krust, Krüstchen. Krüstchen ist ein Schnitzel. Kruste, Knippchen, Küppel. Christ, hä, habe ich Christchen nicht da oben schon mal gehabt? Küsschen. Ja, ich sehe es auch gerade. Kuscht. Mirgel, Muga, Mugel. Ich kenne nur Muggel. Musch, Raftel, Rämpftler oder ähnliches. Ranft, Rämpftchen, Ranke, Reifel, Rieble, Rindel, Sknippel. Scherzer, das ist ein Scherz, ey. Scherze, Scherzerl, Zipfel. Zipfel mit, so kenne ich noch. Boah, das ist aber, wie gesagt, also eigentlich hat das für mich kein Ende. Das hat das Ende. Das ist auch nicht das Ende, das ist das letzte Stück. Die letzte Scheibe. Also, was hat man denn schon mal gehört? Hier Knörzchen, Knippchen. Kante. Kruste. Das ist drumherum. Ich bin für das Ende. 10 Cent, würde ich sagen. 10 Cent Stück. Groschen, Zähni, Zechner, Zehner, Zehnerl. Oh, hast man Zehnerl? Zehnerla, Zehnerle, Zehnerli. Na, wo das Zehnerli wohl herkommt? 10 Cent. Absenden. Lippstadt. Sie kommen zu 56,4% aus Lippstadt. Und sicher nicht aus Dürnkrut. Hier kommt ungefähr hin, oder? Also nicht ganz, aber. Schau mal hier die Ecke. Hätte ja jetzt auch hier oben enden können. Wo sind denn wir? Oh, guck mal, Lüdenscheid, da sind wir schon mal nah dran. Ob es Halfa auch gibt? Nein! Ah! Hey, guck mal, wo ist Lippstadt? Das war da oben irgendwo. So weit ist es doch gar nicht weg. Ja, aber hier sagt man Bolzen und nicht Fußball spielen. Oder Ich habe kicken. Kicken genommen. Und wie komme ich jetzt? Aber ich will ja hier den Punkt. Können wir den irgendwie Hier kickt ja markieren? nur Mann. Geht nicht. Gummersbach, Halfa. Oh nein. Frühstücken am Arbeitsplatz. Sundern, Minden, Arnsberg, Werl, Unna. Wo waren wir denn? Warum ist denn da jetzt die eine Farbe wohl weg? Plettenberg? Ja, wenn die alle zu über 50% Frühstückspause sagen und nichts anderes. Ja, okay. Ich Die finde uns sagen ja nicht nicht wieder, aber Brotzeit. das ist ja alles hier. Ich hatte auch Frühstückspause. Ich weiß nicht, wo wir waren. Hier unten. Gummersbach, Meinerzhagen, Attendorn. Ich treffe immer, glaube ich, nicht. Naja. Paprika oder Peperoni? Die Paprika. Sieht gut aus. Da war Lüdenscheid gerade. Pfannkuchen. Oh. Hagen. Wenn Hagen ist, wo muss ich denn dann hin? Hoch, runter, Iserlohn, Dortmund, falsch. Lüdenscheid. Sessel. Oh.
Guck mal, das ist ja krass. So ungefähr ganz Deutschland sagt Sessel. Das war's, wir sind durch. Nicht schlecht. Also ganz so weit weg war es ja tatsächlich nicht. Nicht schlecht. Lippstadt war das, ne? Guck mal, hier ist Lippstadt und hier irgendwo wohne ich. Also, entweder hat der Computer das gut gemacht oder ich spreche einfach nur die richtige Sprache. Ich weiß es nicht so genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand es irgendwie lustig und sehr interessant, was es so für Wörter gibt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und dann nächste Woche wieder einschalten. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was wir noch so alles testen können. Egal ob am Computer oder draußen. Gerne auch draußen, denn ich hoffe, jetzt wird es endlich mal Sommer. Und dann schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Tschüss.